Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Sochi, Folge Nummer 205. Jawohl, Rennen Nummer 89. Sonne, glaube ich, sollte ein ganz chilliges Rennen werden. Hinter uns Dani Kvyat und Alex Albon, dann erst die beiden Alpha Tauris, vor uns lediglich Pierre Gasly. Deswegen schauen wir mal, ob wir Gasly heute nochmal schlagen können für den zweiten Saisonsieg oder ob er sich seinen nächsten holt. Ich gebe ab an Heiko Wasser, Stefan Römer. Viel Spaß mit der Einleitung. Willkommen in Sochi zum großen Preis von Russland. Sochi ist eine von nur 8 Städten in der Welt, in denen bisher sowohl Olympische Spiele als auch ein Formel 1 Grand Prix abgehalten wurde. Das Rennen ist kein gutes Pflaster, wenn man weiter hinten als in den ersten beiden Reihen steht, denn bisher kamen alle Sieger von den Startplätzen 1 bis 4. Schauen wir mal, ob sich das heute ändert. Nur 4,8 Kilometer von der georgischen Grenze entfernt bietet das Sochi Autodrom mit einer Streckenlänge von 5,79 Kilometer insgesamt 18 Kurven, 12 Rechts- und 6 Linkskurven. Die besten Überholmöglichkeiten vor den Kurven 1 und 13, die Durchschnittsgeschwindigkeit 209 km/h. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Können wir uns vielleicht mal ein bisschen über Pierre Gasly unterhalten? Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Pierre Gasly von der Pole. Schumacher macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Kvyat, Albon, Esteban Ocon und Norris, Magnussen, Russell, Bottas und Jordan King. Leclerc, Verstappen, Lance Stroll und Latifi, Vettel, Giovinazzi, Jack Aitken und Nobuharu Matsushita, Giotto, Hubert, De Vries und Sergio Sette Camara. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Sechzehn Runden sollte reichen. Auf geht's. Großer Preis von Sochi. Albon straf, Albon soll stand. Giovinazzi strafversetzt. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Ich bin sehr gespannt auf den Grand Prix heute. Auf dem Papier kann hier theoretisch alles passieren. Mit Fiat möchte ich glaube ich nochmal um Podium fahren in seinem letzten Heimrennen, bevor er die Karriere beendet. Deswegen werden wir dann auch nicht mehr nach Sochi zurückkehren. Weil wir eben keinen Grund mehr haben, in Russland zu fahren.
The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Das letzte Auto steht, gleich ist los. Und wir kommen gut weg. Gasly bleibt aber neben uns. Oh, quetscht uns da ein bisschen ein. Also, ich sehe nicht. Kviat, Gasly jetzt hinter uns. Schumacher übernimmt die Führung nach der ersten langen Gerade. Vor Gasly, Kviat, Albon und Ocon. Starker Start von Schumacher. Nice start. Let's keep it up. Da ist die Platte mit dran. Könnte er sogar angreifen, wenn er wollen würde. Die Chance wollen wir ihm aber nicht geben. Das ein bisschen abzuhängen auf 0,5 Sekunden zumindest mal. Das ist schon was wert. Einfach fahren. Gasly bleibt hinter uns dran. Werden wir so schnell nicht los. Gleich zu, zum Rest des Feldes haben wir uns böse verbremst. Wir müssen dann schauen, was wir ihn aus diesem Sekundending rauskriegen. Und weil der DS anmachen darf, haben wir ein Problem. Und das darf er, glaube ich, jawohl. Aber jetzt haben wir ein Problem. Deutlich schneller als wir. Und da kracht's. Da fliegen Teile gerade bei Gasly. Beide Porsche wollten da, glaube ich, zu viel. Bei Gaslys Nase geht aber noch. Ich weiß nicht, ob die gewechselt wird, kann ich mir gut vorstellen.
So, Gasly ist wegen Flügelschaden verliert ordentlich an Zeit. Müsste jetzt eigentlich sowieso irgendwann in die Box reinkommen, nehme ich mal an. Vor ist nach draußen. Good job. That was the fastest lap of the race so far. We're leading our teammate by 2.0 seconds. Sind gut unterwegs. Gasly hat noch ein bisschen Vorsprung auf Kwiat, hat aber jetzt einiges einbüßen müssen durch unseren Crash. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Da noch ein bisschen bis zum Boxenstopp. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Nächste Runde, glaube ich. Hier, das ist noch nicht vorbei, ein Gasly. Reicht noch nicht. Albon und Ocon kommen auch noch nicht so hin. Noch zu fahren. 6 sind abgeschlossen jetzt. Also immer noch vor Kwiat, das macht er stark. Giovinazzi kämpft sich nach vorne. Was ist jetzt irgendwie für Gasly?
amongst this lap, push hard on the in-lap. Ein bisschen weit raus. Die Reifen sind platt. Ja, aber die können wir kauen. Und Kwiat kriegt Gasly nicht. Was von uns so gut ist, ist der Abstand, den wir rausfahren. Zu nah. Zum Glück ohne Schaden. So. Gasly hinter uns auch in der Box. Pierre is in for his stop. Und Albon übernimmt die Führung. Das heißt kein direkter Start-Ziel-Sieg. Go, go now. King Verstappen. Latifi, Giovinazzi fahren weiter. Das heißt, die kommen irgendwo da in der Mitte wieder raus. Nach Möglichkeit vor Giotto und Hubert, jawohl. Hat super funktioniert. Müsste alle noch reinkommen. Aitken war auch schon drin. Five laps of fuel remaining. Jetzt schiebt er noch mal eine Runde weiter, alle anderen kommen rein. Das Tappen noch draußen. Gap to teammate behind is 16.1 seconds. Oh! Eieieiei! Jupp, da ist unsere Nase weg, glaube ich. Jawohl. Oh, das war ein übler Crash. Da musste ich vorbeiziehen an Matsushita. Ach du Scheiße. Den Crash habe ich nicht kommen sehen. Ach du Scheiße. Safety car deployed. The safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately.
klar, wo wir jetzt rauskommen. Aber das war beim Überholen, genau wie Magnussen. Bisschen zu stark eingelenkt und dann sind die Fetzen geflogen. Giotto hat 5 Sekunden bekommen. So, der Rest wird jetzt an uns vorbeifahren. Auch Gasly hat immens viel verloren. Ah ja, jetzt ging es jetzt genauso wie Magnussen, ja. Beim Überholen, zack, zu schnell ankommen, zu schnell die Kurve fahren und schon ins Flat reinkommen. Verstappen war aber auch noch nicht drin, oder? War Verstappen schon drin? Dann kommen wir wieder raus. Auf 19. Oh, das wird interessant. Kommen wir da vor dem Alpha raus. Ja, vor Kamera. Ist das Glück. Giotto steht noch, auf den müssen wir jetzt natürlich warten. Ich habe einfach mal eingestellt 1. Keine Ahnung, wie schnell wir damit sind. Uiui. Boah. So, an denen sollten wir locker vorbeikommen. Gutes Tempo jetzt. Und zack, wenn da das Rennen freigegeben werden sollte, auch schon mit 12. Boah. Wir hätten den Motor auch noch neu ausrichten können, gell? Scheiße, das haben wir gar nicht gemacht. Ja gut, müssen wir das letzte Rennen machen in Brasilien. Safety car is in this lab. Safety car Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Können wir kurz die Reihenfolge durchgehen, wer eigentlich führt? Ich habe mich keine Ahnung, wer eigentlich vorne ist. Das ist De Vries. Nicht, wollte ich sagen, das ist De Vries, der Letzte. Also, Kwiat führt in seinem Heimrennen. Kwiat, Verstappen, war schon drin. Russell auf der 3, Ocon auf der 4, Albon 5, Bottas 6, 7, Magnussen 8, Leclerc 9, King 10, Gasly 11, Norris, Giovinazzi und wir sowieso alle relativ weit da hinten. Also, Gasly gerade mal 10. Und schauen, wie viele Positionen wir allein jetzt auf dieser letzten Runde gut machen können. Von der Speed her. Das sind 4 erwarte ich eigentlich mindestens. If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. So, Achtung. Einen. Ich weiß nicht, ob da jetzt 3 laps of fuel remaining. Und Latifi. Jo, den kriegen wir auch noch. Das ist alles so wie diesem einen dummen Überholmüll. Ich weiß gar nicht, warum da eigentlich gleich Safety Car raus musste. Und danach noch eine Runde. Wollte ich nur mal so sagen an der Stelle. Jawohl. Unfassbares Speed, die wir haben. Sollte glaube ich nicht mehr für die Punkte reichen. Für die soll es wirklich nicht mehr reichen, glaube ich. Matsushita, jawohl. Wenn du den einstellen kannst, dann jede Ecke überholen. Giovinazzi vor uns jetzt. Also wenn wir Giovinazzi noch schlagen, das wäre krass.
Der ist nicht freigegeben. Schön, hat sie aber chancenlos. Jawohl, vorbei an Giovinazzi, 14. 10 ist unser Teamkollege bei Boy. Oh, Vettel drängt uns da ein bisschen. Gut gemacht von unserem Ex-Teamkollegen. Runde, viele Stellen haben wir nicht mehr. Gasly, oh, fährt da um Platz 10. Ah! Was hat der denn für eine Beschleunigung? Für eine Kranke. Der Stroll. Boah, macht uns da wirklich direkt die Nase zu. Oh, 12. Norris kriegen wir nicht mehr, der ist zu weit weg. Also Porsche auf 10 und 12, überraschend eigentlich. Kwiat gewinnt sein letztes Rennen in Russland, das gibt's ja gar nicht. Jawohl, wir werden am Ende 12. Schade. Gasly auf 10. Aber wir haben es uns nochmal nach vorn gearbeitet, das muss ich schon sagen. Also das war schon krass nochmal. Ein komplett anderes Podium. Geht ein weiteres Jahr der Formel 1 zu Ende und ein neuer Weltmeister ist gekürt. Ein weiterer Eintrag in die glanzvolle Liste der herausragendsten Fahrer dieses Sports. Wir durften heute spannende Duelle in Sochi erleben und nun diesen brillanten Sieg feiern. Renault mehr Rennen gewonnen als Alfa Tauri. Was hat Ihnen bisher heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Und generell diese Saison, das Ding ist ja durch jetzt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Es ist wieder einmal Zeit für die Siegerehrung und es ist erneut ein deutlicher Sieg für Renault. Das Team hat schon einige Erfolge in der Formel 1 erlebt und heute haben sie wieder einmal bewiesen, dass sie uns immer noch begeistern können. Glückwunsch an alle im Team. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich. Also ist, ja, Williams ist jetzt nicht unbedingt rausgestochen. Das war schon, das ist ein krasses Duell da in die erste Kurve rein. Gegen Gasly. Ja, das war das, wo es außen oder wo es da probiert hat. In letzter Sekunde da reinzieht. Ja, und dann kostet es ihn das halt mal kurz eine Nase. Ja, stimmt, glaube ich sogar quer, kann es sein. Der hätte uns den Reifen aufschlitzen können eigentlich damit. Ist er dran geblieben an uns? Hat es dann aber nicht nochmal probiert. So, und jetzt kommt diese Szene. So, da will ich jetzt rechts vorbeiziehen. Bisschen zu eingedenkt, zack. Keine Chance gehabt. Gar keine. Null. Null. Hier komme ich ins Schleudern. Wirklich gar keine Chance gehabt, da nochmal zu reagieren. Da war die Nase schrecklich. Wie kriegt man eigentlich Glück, dass das nur die Nase ist?
die uns da abbricht, da haben wir wirklich Glück. Weil das hätte definitiv auch wesentlich böser enden können. Da war die Nase schon weg. Da liegt die Nase schon auf uns. Eieieiei. Oh, da musste ich reinziehen. Ah ne, da haben wir nochmal einen Schlag abgekriegt hier vom Ding. Deswegen, zack. Und da fährt uns Giotto rein. Und deswegen kriegt er die 5 Sekunden Strafe. So, das war dann schon der Restart. Wo wir uns da wirklich fast an jedem einfach nochmal vorbeigeschoben haben. Zumindest jeder, der nicht schnell genug war für uns. Dann kommt Giovinazzi dann. Aber dann am Ende hat es halt nicht mehr gereicht. Ist so. Na gut, aber jetzt haben wir die Weltmeisterschaft erst nicht eingeschaut. Können wir aber gleich nochmal anschauen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das Setup oder hatte es an? Wenn mehr es fordern, hätte ich unser Auto auch nicht mehr können, aber. Danke für den Kommentar. Ja, Matsushita hat die Spur zugemacht und ich muss dann halt auf die andere Seite ausweichen. Ja, das war dann too much. Genau, so, dann schauen wir noch schnell rüber auf die Rangliste. Da sehen wir es nämlich, 104, Ocon kommt auf 3 Punkte an und dran. Giovinazzi ist 8 hinter uns, Kwiat 5, Magnussen 6, Russell auf 7. Ja, da hat einige, die haben es natürlich alle nochmal richtig gepunktet. McLaren auf 6, gefestigt, 22 Punkte vor Ferrari, das sollte reichen. Und nur 14 hinter Red Bull, das ist machbar. Nur 14 hinter Red Bull ist halt machbar. Genau, passt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns in Brasilien wieder. Bis dann.